Hallo meine Lieben, ja heute wollte ich gleich zwei Kärtchen mit euch basteln und zwar habe ich das neue Stempelset, das ich bei der Simone gekauft habe, rausgekramt von My Favorite Things. Verschiedene Stanzen, die es mal bei Action gab oder auch immer nur gibt, je nachdem. Und das Papier ist von Whimsy Stamps und ich finde das richtig cool für eure Geburtstagskarten. Ich habe jetzt angefangen mit einer Stanzschablone vom Action, die mit den Wolken. Und ich habe mir die mit dem Stress Oxide Ink ein bisschen eingefärbt, weil das Weiß war mir zu hart zu dem bunten Papier. Deshalb habe ich das einfach mit meinem Bürstchen ein bisschen blau gemacht. Wo das dann fertig war, habe ich ein Cardstock in Blau rausgesucht, was zu meinem Hintergrundpapier dazu passt, damit ich einfach die Wolken im Hintergrund verdecken kann. Und ich habe mir da drunter auch noch ein bisschen Restpapier draufgeklebt, einfach damit das, wenn man es draufklebt, nicht stört, weil es verschiedene Höhen hat natürlich. Ja, es ist auch jetzt nicht mehr ganz ausgegangen, dass der ganze Kreis ausgefüllt war, aber so reicht es eigentlich auch vollkommen. Dann habe ich eigentlich schon den Aufleger aufgeklebt mit doppelseitigem Klebeband und ein bisschen Flüssigkleber, so wie es jetzt von mir auch gewohnt seid. Und dann habe ich mich ans Dekorieren der Karte schon gemacht. Ich habe da ein bisschen hin und her gedreht und geswitcht. Und dann habe ich mich noch für einen Klartextspruch entschieden. Ich mag die Stempel eigentlich total gerne und benutze die auch hauptsächlich, muss ich sagen. Weil bei mir ist es fast alles Glückwunschkarten irgendwie. Und das habe ich mir einfach auf ein Stückchen weißen Cardstock drauf gestempelt und abgeschnitten. Ich habe mir dann auch noch dieses Band quasi als mit einem Fähnchen geschnitten. Wie nennt man denn das? Also, dass es ein Fähnchen ist und ich habe das Fähnchen eigentlich komplett über die ganze Karte laufen lassen, sodass der Hase auf dem Fähnchen drauf sitzt. Dann braucht man eigentlich nur noch die Karte zusammensetzen und sie ist auch schon fast fertig. Natürlich das Überschüssige von dem Fähnchen abschnibbeln. Ich habe mir das davor nicht ausgemessen. Ich habe es immer ein bisschen lang genug, nicht dass ich dann drauf kriege, es ist mir zu kurz. Das kolorierte Häschen habe ich dann mit Foam-Klebepads draufgeklebt und hier hat man dann diese Wolken, die man ausgestanzt hat, als kleine Highlights quasi draufgeklebt. Ich habe da ein bisschen mit meinem Picker da gekämpft und habe es dann ohne gemacht. Ich habe mir dann auch noch überlegt, ob ich solche Animal Dots draufkleben soll. Das war mir dann aber irgendwie zu viel, weil der Hintergrund auch schon so mustert war. Deshalb habe ich das dann lassen und bin nur bei den zwei Wölkchen geblieben. Fertig ist ja schon die erste Karte und für die zweite Karte habe ich dann diese Luftballons da rausgeholt, auch ein Action-Stanzset. Und da habe ich eine Mini-Slimline-Karte gemacht. Ich mag das Format echt total gern, muss ich sagen. Und für die Luftballons habe ich mich entschieden, verschiedene Alkoholmarker vom Action zu benutzen. Und wie ihr seht, ihr habt da einen Color Chart, weil ihr habt so viele gleiche Nummern und irgendwie sind die gleichen Nummern nicht unbedingt die gleichen Farben. Deshalb nicht wundern, also ich habe von manchen Stiften glaube ich 3 oder 4 und ich habe mir die alle mit Washi Tape markiert, damit ich dann später noch weiß, was welche Farbe ist. Es hat jetzt bei dem Papier nicht ganz hundertprozentig gepasst, weil ich auf dem anderen geswatcht habe. Das war so ein Restpapier, das ich gehabt habe, aber es ist eigentlich ganz gut zum Kolorieren gegangen oder halt zum Ausmalen. Und mit der breiten Spitze war das auch ganz praktisch, die Luftballons zu bemalen, weil da sind sie irgendwie schneller dann fertig gewesen als mit einer dünnen Spitze, logischerweise. Deshalb habe ich mich für die entschlossen. Ihr habt das Ganze eigentlich ziemlich versucht, in den Hintergrundfarben anzupassen, also Gelb, das Türkis und Lila. Von dem Türkis war nicht mehr so viel zu sehen bei meinem Hintergrundbild, aber dennoch wollte ich das irgendwie mit einbringen. Ich mag die Farbe ja gern. Und ja.
Da mache ich dann noch den lilafarbenen. Da ist der Unterschied zu den Farben am größten. Das waren auch zwar verschiedene, ich glaube 81 und 82. Aber ja, bei den anderen, also wie gesagt, man sieht ja auch einen Unterschied. Live sieht man es besser als wie jetzt da in der Kamera, muss ich sagen. In der Kamera schaut es fast gleich aus. Und ich habe mir dann noch einen Grauton rausgesucht für die Bänder, weil irgendwie war mir das in Weiß nicht schön genug. Es hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Deshalb habe ich es grau gemacht. Ich habe mir dann diese Stanze auch noch einmal ausgestanzt. Seht ihr gleich. Weil ich das einfach ein bisschen Offset draufsetzen wollte, die bunten Luftballons. Deshalb habe ich mir da jetzt die Schere zur Hand geholt und diesen Rahmen weggeschnibbelt. Ihr könnt es natürlich ruhig so lassen, aber ihr wollt halt nur ein bisschen mit einem weißen Schatten. Nennt man das Schatten? Egal. Also ich wollte ein bisschen weiß nur mehr drinnen haben. Deshalb habe ich die Luftballons da ein bisschen nicht genau aufgeklebt, sondern schief. Auch wieder mit meinem Flüssigkleber. Das ist der All-Purpose-Kleber vom Action. Den fülle ich mir immer um in das kleine Fläschchen, weil es einfach so eine feine Nase hat. Und das ist ganz praktisch für so kleine Teile. Da sieht man vielleicht ein bisschen das Weiß nur durchschimmern. Gut sieht man es eh gar nicht. Dann habe ich auch schon meinen Aufkleber auf die Karte draufgeklebt. Die 6x6 Papiere gehen da gerade und gerade, wie man sieht. Also in der Höhe habe ich gar nichts abschneiden müssen. Nur so als Info. Und dann habe ich mir nochmal das Klartext-Stempelset rausgeholt und ein anderes herzlichen Glückwunsch drauf gestempelt. Das habe ich auf ein Restpapier gemacht, das was ich von den Ausstanzungen übergehabt habe. Also nicht wundern. Ich schmeiße es immer sehr ungern weg, sondern benutze es immer, solange es irgendwie geht. Vor allem, wenn es in einem Projekt ist und es nur mal feiner, sonst fliegt es dann oft eh schneller in den Müll als wie geplant. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass das irgendwie schief war. Deshalb musste ich das ein bisschen nachkorrigieren. Da habe ich auch wieder ein Fähnchen draus gemacht. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Macke von mir. Ich mag das ganz gerne, wenn es so Fähnchen sein. Und dann braucht man das Ganze eigentlich nur noch auf die Karte draufkleben. Und sie ist auch schon fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!